Herzlich willkommen zurück zu Tales of Cilia. Mit dieser kleinen Videosequenz begrüße ich dann euch auch zurück. Wir sind jetzt bei den Kijara Wasserfällen. Ich bin einfach nur den nächsten Bildschirm gewechselt. Once we cross the Kijara Seafalls, we'll reach Niakara, the village of the spirits. At least the soldiers didn't come after us. I hope we didn't make trouble for those villagers. They were so kind to us too. What else could we do but run? Rashagal's troops showed up. The villagers picked the fight, not us. How can you talk like that? Maybe they were trying to protect us. If you're worried about them, then maybe you should go back. It was a pleasure knowing you, Jude. Thank you for all of your help. How can you be so cold? You'd rather I get emotional? I'm afraid I don't have that luxury. What is it you humans say? I've no time for waxing sentimental. Because of your mission? Precisely. So you think your emotions would prevent you from doing what you have to do? Can a person still fulfill their duty if they become emotional? Only one way to find out. You'd have to try and see. Well then, you should take your own advice. Huh? Just be yourself, and do what you have to do. Maybe then you'll have your answer. I suppose. And don't go thinking you have to act like the great Lord Maxwell here. You're only human. Hey, are you on a mission too? Maybe I am, maybe I'm not. Are you sure you really want to know? Huh? I don't want to make you feel like the odd one out now. So, what are you gonna do, kid? Go back to the village? No. All right, let's go. Na, ich hatte jetzt echt erwartet, dass er zurück ins Dorf geht. Hier sind auch Monster und hier ist was Grünes. Wieder so ein Reisender. Gut, ich muss sagen, ich weiß, ich habe diese Kleidung jetzt nicht so lange an. Aber ganz ehrlich, die nerven mich auch. Ich finde die Standardkleidung viel angenehmer. Gucken wir mal in den Waffenladen rein. Können wir uns jetzt mittlerweile Faustschutz, ja, könnten wir uns leisten. Ich gehe aber erstmal auf Erweitern, weil ich denke, wir bekommen da eh Rabatt. Dann gucken wir mal, was wir hier schöne Federn. Haben wir ja die eine oder andere. Irgendwas, was ich überhaupt nicht aussprechen kann. Und sage ich ja Rabatt darauf. Nee, dann gucken wir mal. Nehmen wir da gleich noch ein bisschen was ab. Sind wir Level 9. Königliche Klinge. Faustschutz und bla bla bla. So, jetzt haben wir da schon mal den einen oder anderen Rabatt drauf. Jetzt können wir uns das leisten. Ja. 90 Erweiterungspunkte. Ja, das nehmen wir auch mal gleich mit. Ja, das ist schön. Nur leider zu spät. Kostet ein Tausender mehr, als ich habe. So, Pi mal Daumen. Wichtig wäre eventuell noch den Objektladen ab und zu mal auszuweitern. Der möchte jetzt solche Organe haben. Sieht aus wie ein Organ, ohne Mist. Gebe ich dem mal da ein bisschen was. Ei, Heilmitteltrank. Das nächste Mal wäre. Neue Objekte, Rabatt. Nee, ich wollte da eigentlich was anderes. Rüstungsladen wäre auch nicht so schlecht, den immer mal so ein bisschen bei Laune zu halten. Und so viele Gramm habe ich jetzt auch nicht. Ja, kann ich mir eh nicht mehr leisten. Aber Hauptsache, ich hab's erstmal. Lebensmittelhändler. Weiß ich, ich gehe mal kurz in den Zubehörladen, gehe ich mal kurz rein, bevor ich den erweitere. Ja. Ja, die Objekte sind schon nicht schlecht, aber ich warte erstmal, bis ich die aufwerte.
Also da haben wir auch schon neue Kramgegner da hinten. Hier haben wir Wasser, übers Wasser können wir nicht laufen. Sind nicht Jesus oder so. Was bist du denn? Du willst kämpfen. Na gut, dann kämpfen wir. Dahinter ist auf jeden Fall ein Beutel. Ja, tot. Voll daneben geschlagen. Die hat eine Muschel auf dem Kopf. Gibt's ja noch. Auch das kann Schwall, wenn ich... Da muss ich ja... Oh, jetzt habe ich quasi nicht die Attacke gespammt, ohne dass ich es wollte. Und ja. 3 Waypoints erhalten. Da schnell den Beutel hier auch sammeln. Wildvogelei. Dann schnappen wir uns die Krabbe. Sieht so aus, als würde Alvin bald den Jordach machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Windblade gemacht. Bin zweimal wieder versieht nicht. Ich glaube, ich heil mal Alvin. Das kann ich schauen. Objekte. Warum der auf einmal so schnell tot ist, das weiß ich auch nicht. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Rahmen, schwarze Feder. Hier haben wir noch ein Säckchen. 300 Geld. Haben wir wieder ein bisschen Geld. It looks like we can climb up here. Well, after you, m'lady. So, dort klettern wir hoch. Und da hinten haben wir gleich wieder eine hübsche Kiste. 700 Geld erlangt. Und weiter geht's. Können wir hier auch hochklettern? Boah, ist die sportlich. Und hier müssen wir runterspringen. Und was bist du? Okay. So, der Zauber, der hat schon recht gut gemacht. Jetzt hat auch er vorteilhafte Begegnungen. Wenn dein Genifigur einen Feind beim Erkunden vom Spiegel von hinten berührt, fügst du deinen Gegner zu Beginn des Kampfes Schaden zu. Interessant. So, jetzt hat auch er wieder ein Level-Up. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit den Level-Ups, ob ich die vielleicht offscreen machen soll oder etc. etc. Weil ich habe ja im letzten Part ziemlich lang damit gebraucht. Was bist du denn für eine Qualle? Gucken wir dich uns mal genauer an. Ja, ich habe dafür halt ziemlich lange gebraucht. Und ich weiß nicht, ob das so interessant ist, wenn ich das immer mache. Das wäre eigentlich eure Entscheidung. Windboy. Das wollte ich gar nicht. Was ich eigentlich machen wollte, war dieser Bohnenattacke. Jetzt hat auch Alvin ein Level ab. Oh mein Gott. Feinde können Elementattribute haben, die ihnen Schwäche und Resistenz sind. Gegen bestimmte Angriffe vielleicht macht ihr die Schwäche des Nächsten zu nutzen, um effektiver zu kämpfen. Wenn du angegriffene Elementattribute verwendest, kannst du ja Feinden außerdem Krankheiten zufügen, die dem Element des Angriffs entsprechen. Im Allgemeinen sind Geisterarzt zum Verfügen von Krankheiten besser geeignet als Kriegsarzt. Aber auch deine Figuren können von Krankheiten beeinträchtigt werden, wenn sie die Elementarangriffe getroffen werden. Nimm dich also vor ihnen in der Nacht. Feuer, Wasser, Wind, Erde, Licht, Dunkelheit. Schön, schön. Und auch er hat ein Level 8. Ein Level 8. Alvins Arsenal. Hey Alvin, about your weapon. You've got an eye for good steel. This is one heck of a blade. Actually, I meant the other one. Oh, you mean this? Yeah, I've never seen anything like it. It looks like it channels fire spirits and projects their arts at foes. Yeah, something like that. That's incredible. Where'd you get it? Oh, I see how it is. You're the envious type. Stare all you want, kid. I ain't giving it up. You don't have to treat me like a child. Oh, come on. I'm just yanking your chain. Ja. Hier könnte ich runterspringen. Weiß ich auch nicht, ob warum ich das tun sollte. Jasmin, erhöht Geschick um
Eins wird überall angebaut. Sind jetzt hier Schmuckpflanzen. Natürlich. Das nehmen wir mal an. Genau. Dann ist wieder so eine Qualle. Warum? Warum rennt die jetzt schon auf mich zu? Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur den Sack haben. Rahmenschwarze Feder. Nein. Na gut, ist das die Weiterentwicklung oder so? Kann ich vielleicht gerade diesen Angriff nicht machen, weil ich zu wenig TP habe? Ja, ich habe ihn hochgeschleudert, er macht ein Demon Thing. Natürlich. Abwurfgummi, Fossilienmuschel. Und Chiara-Fälle mittlerer Bereich. Na, mal gucken. Vielleicht der nächste Sack. Sag mal, wird es nicht mal Zeit langsam für den nächsten Endgegner? Wo bin ich jetzt überhaupt? Da hinten war ich gerade. Dann gehe ich jetzt da. Theoretisch müsste es auch. Den Weg habe ich an sich nicht gesucht. Den mische ich auch nochmal runter, aber das sieht aus wie der richtige Weg, weil der so versteckt ist. Hier in die Sackgasse wollte ich rein. Genau, habe ich vermutet, da ist eine Truhe. Mischgummi, eins im Besitz. Ja, Mischgummi ist zwar nicht schlecht, aber eins davon bringt es mir nicht. Und ich glaube, Wundergummi oder wie das Zeug heißt, ist da sogar noch besser. Nein! Ach, eigentlich nach rechts gehört. Aber so sehen wir gleich so einen neuen Gegner. Okay, das war schon. Ah, diese Attacken hasse ich ja wie die Fest. So. Die haben was gegeben, die Waffe. Ja, sieht so aus, Jude. Ich finde ja nicht jeder schlecht. Wie schaut andersrum? Ah, da war auch noch was, verdammt, da oben ist auch noch eine Kiste. Bronze, guck ich gleich, ich will erstmal nur das noch aufsammeln. Wildgras sammeln, kann ich irgendwo hochklettern. Aber ich bin von hinten. Dann habe ich den angegriffen. Jetzt sind die schon fast tot. So. Extra vorteilhafte Begegnung. Wenn du einen Kampf beginnst, in dem du einen Feind unbemerkt von hinten berührst, fügst du deinen Gegner Schaden. Zu Beginn des Kampfes nicht nur Schaden, sondern auch betäubst ihn noch hinzu. Dazu. Nutze Gelegenheit wie diese im Umkampf zu beginnen, um dir den Vorteil zunächst auf deiner Seite zu sehen. Bla bla bla. So, hier kann ich nicht hochklettern. Das heißt, ich muss das später auch. Gucken wir uns erstmal die Ausrüstung an. Du hast ein Lederhelm. Und ein Bronzehelm macht dich besser. Dann bekommst du mal diesen Bronzehelm direkt. Jetzt gehen wir mal über den kleinen Weg und ein Schatz. Drachenbaby. Ein Baby-Drachenpuppe. Sieht allerdings nicht wirklich aus wie ein Drache. Ja, das erinnert mich an das Vieh aus Tales of Vesperia. Aber was kann ich damit machen? Kann ich das ausrüsten? Sieht das irgendjemand? Bin ich blind? Ach, das klebt da am Arm. Deswegen sieht man das hier wahrscheinlich nicht. Ah, okay, Jude. Soll dir mal so ein Babydrache am Arm kleben. So, ich wollte hier durchgehen. Und hier hochklettern. Und da oben gleich die nächsten Gegner kommen, mache ich jetzt hier erstmal die Lilium-Kugel weiter. Mit ihr. Wo gehen wir denn hin? Machen wir erstmal den unteren Bereich weiter. Was gibt's denn? Obwohl nicht, ich wollte hier auf jeden Fall einmal stärker, wollte ich hinzuhauen. Dann kann ich hier rüber. Bekomme ich ein bisschen Vitalität. Und gehe gleich hier rüber und bekomme noch ein bisschen KP dazu. Wunderbar. Immunität.
50% Vorbeugung gegen alle physische Krankheiten. Das wollte ich dann noch ausrüsten, aber erstmal mache ich hier weiter. So, Jude, du bekommst jetzt hier erstmal den Level ab. Langer Schritt. Ja, da macht er einfach nur einen längeren Schritt. Gehe größere Vorwärts- und Rückwärtsschritte. Sage ich ja. Dann gehen wir noch einmal dahin. Und noch einmal dahin. Dann brauchst du auch nur noch einen Punkt und hast wieder eine ganze Menge freigeschaltet. So, also, du machst jetzt mal das. Die Kugel hat sich ausgeweitet. KP gewinnen, Windschutz. Folgendes Arzt erlernen, Schutzfeld. Ja. Fertigkeiten, nee, das war's nicht. Erhöht die Resistenz gegen Wind um 30%. Ich hab da noch irgendwas bekommen, oder? Was ist das hier? Nee. Ach, egal, werde ich schon finden. Ich möchte jetzt wissen, was ist das hier? Feuerbogen. Gut, den hole ich mir dann. So, da war ich schon. Dann gehen wir nochmal bei allen die Fertigkeiten durch. Sie hat immer noch nur einen Punkt. Ja, das wollte ich gerne drin lassen. Du hast jetzt noch 7 Punkte. Solider Schutz, das wollte ich auf jeden Fall reinmachen. Und dann machen wir mal das hier dafür rein. Du hast so viele Punkte, dass ich gar nicht überlegen muss, was ich da reinmache und was nicht. Dann würde ich aber auch sagen, das ist die perfekte Gelegenheit, um den Part zu beenden. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, ihr schaut mal bald wieder vorein. Bis dahin.